Gut, wir sind wieder drin. Wir sollen einen magischen Gang benutzen. Ich bin mal gespannt, wo der hingeht. Wir sind hier René. eigentlich durch. Hier gibt es nichts mehr, oder? Na los. Krypta betreten. Wir können bestimmt in Hogwarts wieder raus. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Ach, alles klar, ich verstehe es. Ich verstehe es. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Ranrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Jawohl. Morhenweim leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Ranrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein Kobold namens Lodgok. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Ranrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Oh, das war aber gemein. Nee, das machen wir nicht, das ist ja dämlich. Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Warte mal. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Mhm. Ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Bereue gar nicht. Crucio ist geil. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Aurich. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts. Es gibt keinen Grund, Ominous mit ein Weichei. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Das sind eine Fense. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Na was nun? Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Was ist mit Sebastians Eltern passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern.
Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Das Zauberbuch gibt Sebastian Hoffnung. Die Hinweise im Buch sind vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich will die geilen Sprüche haben. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. So. Sind wir jetzt durch hier? Mit der Predigt? Gut. Er schickt eine Eule. Geben denn mal die zwei Dinger. Vielleicht gibt er uns da schon wieder irgendwas. Wo ist das? Was das? Bescheuerten Vögel. Revelio. Oh, hier. Alohomora. Vielen Murks bekommen. Nee, da gehst du wieder irgendwo rein. Nee, das war Unmüll. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Oh, danke. Je weniger ich von diesen Statuen sehe, desto besser. Schauen Sie sich nach weiteren um und ich bringe Ihnen mehr über Alohomora bei. Ich dachte, da gibt mir schon was. Wo kann ich die Monde finden? Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Hey, ich schaue mich weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde.
Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Cool. So. Zaubersprüche. Oh. Das Tub ist. Mach mal das hier unten. Das vergessene Ei. Dort kommt mich noch ein Drache. Den brauchen wir. Demigeist-Statuen in Hogsmeade. 0 von 9. Gehen jetzt mal nach Hogsmeade. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio! Lumos! Gott, wo ist das? Baum, grüne Weide. Was weiß ich? Rebellio. Ah, hier sind die Demigeist-Statuen. Nee, ach Quatsch. Stufe 3. Können ja eh nur bei Nacht gefangen werden. Hier sind in letzter Zeit viele Zauberer aus dem Süden. Rebellio. Sie ist sonst verlässlicher. Na los. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Na toll. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Nur was Vorsteine, Oma. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was wollt deine Oma dir schicken? Welche Art von Forschung betreibt sie? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben.
Hast du Neuigkeiten? Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man den Flug eines Drachens? Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Gut gemacht. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Dann auch so mal auf die Kumpels. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt ziemlich klar. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Wohin genau schaffen wir das Ei? Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Warum nicht das Ei behalten? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Finden wir den Drachen. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Wir nicht, oder was? Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Das hier. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Wir haben was aus. Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Ich brauche das mindestens 10. Mal die Tränke benutzt. Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Soll sie Schau beherrschen? Vorsichtig. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ich
Schlüssel. Oh, was? Warte hier. Ich laufe vor. Lenke sie ab. Komm nach, wenn es sicher ist. Und sie wird es uns wissen lassen. Weiter so. Wir müssen nur das Nest erreichen. Ja, sie wird uns nicht lang. Sehr cool. Kein herzlicher Empfang. Ach, etwas von einem Kaminfeuer. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Versuchen, aber dafür ist es zu spät. Du musst zu einem Öffnung runtergehen. Wo ist jetzt hin? Was, ey? Oh Gott. Bleibt der hängen hier? Contringo! Wieso? Ach, mein Knopf hat gehangen. Jetzt ja, deswegen ging das nie. So. Warum sind alle Brücken zerstört? Protego! Repar! Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. So, hier. Ja. Hier mal nicht so ein Alarm.
Jetzt sind wir Kumpels. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Leute unterschätzen Tierwesen oft. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Eineswegs, aber wir können zurückgehen. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Hat sie denn? Wie konnte ich so blind sein? Andy, das ist immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakomben. Hey. Herre zu... Was können wir noch schnell machen? Haben wir das eigentlich auch schon? Hogwarts. Den Horizont. Oh, du bist es. Genau dich brauche ich. Wegen was denn? Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das ist zu komisch. Rüben statt Füße? Zu komisch. Ich meine, wie furchtbar. Einfach schrecklich. Ihr findet das vielleicht alle komisch, aber die Sache ist wirklich ernst. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Toll. Verdientermaßen. Ehrlich gesagt hat er das ja auch verdient. Eigentlich gebe ich dir recht, aber er ist mein Bruder. Ich bin sicher, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht.
Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Na klar. Hallo. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Naja. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Wo sind die Alte? Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Nee, ich will jetzt erst mal... Oh. Oh. Ist sie hier? Mensch. Hier müssen wir hin. Da ist sie doch. Ein Hybrid vielleicht. Springen. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlick. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Na los. Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Aber bitte, achten Sie auf die Pflanzen. Ist der hier? Nee, was war denn Flipendo? Hier. Flipendo! Ein Naturtalent. Okay. Gut. Wir machen hier wieder erstmal eine Pause. Und danach geht's in neue Abenteuer rein. Bis später.